Simon Desio macht richtiges Gewinnspiel. Fangen wir vorne an. Der YouTuber Simon Desio hat am 10. März 2010 eine sogenannte Auslobung vorgenommen. Ich habe ihn ja schon zum Honk des Monats erklärt, weil er seine Auflösung nicht gemacht hat. Und dann hat es ja auch nochmal ewig gedauert. Denn es dauert nicht 10 Tage. Er reißt seine eigene Deadline. Die Ermittlung der Gewinnerin bzw. des Gewinners dauert inzwischen fast 8 Monate an. Mit der Dauer werden allerdings die YouTube-Zuschauer, denen er die 10 Preise versprochen hat, darunter halt die 1000 Euro, etwas ungeduldig und fordern die Einhaltung der Auslobung. Dies hat er vor einigen Monaten gemacht. Und nach langer, uneinsehbarer Wartezeit hat er nun endlich das Gewinnspiel aufgelöst und den Gewinner kundgetan. Hey Leute, wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit ist, ich habe keine 1000 Euro bekommen. Und Simon Dusty ist auch nicht wegen mir nach München geflogen. Und ich habe bei dem Gewinnspiel auch nicht mal teilgenommen. Also ich habe keine 1000 Euro und es war gefaked, das Video. Wer hätte das gedacht? Simon Desio verarscht Leute. So, ich finde es ziemlich unnötig, dass Leute so viele, ich sag mal schon fast, Hasspredigen in die Kommentare schreiben, so wie Simon Desio's Account soll gelöscht werden, Simon Desio soll verklagt werden. Und Simon, wieso willst du einfach nicht verstehen, was Sache ist? Mann! Die ganzen YouTube-Größen nehmen sich systematisch auseinander, mit handfesten Belegen. Generell gesehen, glaube ich, sollte sich keiner von uns, sage ich jetzt mal, sich so eine derbe Meinung bilden, weil wir waren ja mehr oder weniger gar nicht dabei. Also,